Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing von den Unboxing Boys. Und wie ihr schon in der Titelbeschreibung sehen konntet, möchte ich euch heute das Steelbook von Killing Season vorstellen. Wie man sieht, in der Limited Edition aus dem Mediamarkt. Ich habe das gute Stück für 7,99 € ergattert. Und dieses gute Stück ist von den Produzenten von The Expendables 2. Rambo First Blood trifft auf Killer Elite. Da drehe ich das Ganze mal um und zeige euch mal von nahem hinten die Pappbanderole, damit ihr euch mal die Filmbeschreibung gut durchlesen könnt. Das könnt ihr ja pausieren und in aller Ruhe durchlesen. Und hier unten sieht man schon Mann gegen Mann, ein erbitterter Kampf ums Überleben. Special Features sind Interviews und B-Roll. Als Tonformat haben wir eine DTS HD Master Audio 5.1 Tonspur in Deutsch und in Englisch. Und wir haben eine Laufzeit von ca. 91 Minuten plus Bonusmaterial. So, und dann werde ich euch mal das schöne Steelbook zeigen. Wie man hier sehen kann, sind in der Hauptrolle John Travolta und Robert De Niro. Ich habe jetzt gehört, der Film soll nicht so gut sein, aber ich habe ihn mir einfach mal mitgenommen, weil zu dem Preis kann man nichts falsch machen und ja, dann lasse ich mich heute Abend mal überraschen. Und hier sieht man, der Schriftzug Killing Season ist geprägt. Hier die Namen John Travolta und Robert De Niro leider nicht. Hier unten haben wir noch einen Aufdruck mit dem Logo Blu-ray Disc und wie man sehen kann, hat man hier eine Rahmenprägung. Hier oben sieht man nochmal, dass es eine Limited Edition ist. Und dann drehe ich das Ganze mal auf die Seite. Und wie man hier noch sehen kann, haben wir nochmal das Logo Blu-ray Disc, den Schriftzug Killing Season und hier oben das Logo von Splendid Film. Kann man jetzt nicht gut erkennen. Ja, und dann zeige ich euch das Ganze mal von hinten. Und hier haben wir wieder in einem Hochglanzaufdruck die beiden Hauptcharaktere Robert De Niro und John Travolta. The purest form of war is one on one. Aha, dann zeige ich euch das Ganze mal von innen, damit ihr auch mal seht, wie das Innenleben so aussieht. Und wie man sehen kann, hier schon wieder ein wenig Werbung. Braucht man nicht. Sehe ich als Toilettenpapier, kann man direkt wegwerfen. Und hier sieht man schon die Blu-ray Disc. Auch ein sehr schönes Artwork, abgedruckt. Zwei Killer, ein Krieg. Und hier sieht man nochmal ganz klein die Laufzeit von ca. 91 Minuten plus Bonus. Dann mache ich jetzt die CD mal raus und zeige euch mal das komplette Innenartwork. Und wie man hier sehen kann, ist das Ganze schwarz-weiß gehalten. Sieht natürlich stark aus, aber ein farbiges hätte mir vielleicht sogar noch besser gefallen. Und War Never Ends. So, und dann drehe ich das Ganze nochmal um, damit ihr das nochmal von außen richtig komplett seht. Und dann würde ich sagen, dann sind wir schon wieder am Ende angekommen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte mal einen Kommentar da. Oder wenn nicht, könnt ihr auch einen Kommentar da lassen mit einem Lob oder einer Kritik, was man verbessern könnte. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und viel Gesundheit. Euer Mario von den Unboxing Boys.